19 Uhr. Einige werden sicherlich noch eintrudeln. In einigen Einrichtungen ist auch noch Arbeit. Die ist noch nicht ganz abgeschlossen. Und wir haben eben Leute, die einzeln vorsitzen oder die dann eben auch entsprechend in den Einrichtungen sich zusammenschließen wollten. Ich denke, das wird nach und nach dann auch kommen, dass die Leute dazukommen. Ja, erstmal herzlich willkommen hier bei der zweiten digitalen Podiumsdiskussion vom Bund der Jugendfarmen und Artispielplätze. Wir haben auf unserem ATW Digital die erste Podiumsveranstaltung gemacht und haben uns dann zu der heutigen Veranstaltung hier verabredet. Rechtsanspruch im Rahmen der Ganztagsgrundschule. Was bedeutet das für unsere Arbeit? Und begrüßen möchte ich ganz herzlich unser Podium. Und da hat es auch ein, zwei Änderungen gegeben. Einmal ist Herr Weinberg von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion terminlich kurzfristig verhindert. Er hat noch versucht, eine Vertretung zu finden, aber das hat leider nicht geklappt. Von daher ist die CDU-CSU-Fraktion heute nicht vertreten. Frau Frank, Senatorin für Kultur und Bildung der Hansestadt Lübeck, ist terminlich auch kurzfristig verhindert, weil sie doch zu einer Ausstellungseröffnung musste, die sie auch selbst sozusagen hält. Dafür haben wir aber als Ersatz Thorsten Drescher mit an Bord, der der Jugendhilfeplaner der Hansestadt Lübeck ist. Frau Stump von Bündnis 90 Die Grünen, die kommt circa eine Viertelstunde später, weil sie noch in der Sitzung ist und schaltet sich dann während unserer Geschichte einfach zu. Dann haben wir Sönke Rix von der SPD-Bundestagsfraktion zu Gast, Lorenz Bahr, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter und Moritz Schwerthelm von der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg. Ja, vielleicht kurz zum Ablauf der heutigen Veranstaltung. Wir werden es so machen, dass gleich einmal die Teilnehmer sich auch selbst nochmal vorstellen. Dann wird es einen Input geben von Moritz Schwerthelm, so 10 Minuten, Viertelstunde ungefähr. Dann haben wir drei konkrete Fragestellungen, die jeweils an zwei Diskussionsteilnehmer gehen und dann beantwortet werden. Nach den drei Fragen wird es dann eine Diskussion im Podium geben und im Anschluss dann besteht die Möglichkeit auch, dass das Publikum Fragen stellt. Das geht entweder über die Chatfunktion bei YouTube oder aber wer keinen Kanal abonniert hat oder keinen Zugang hat, der kann auch an bdja@bdja.org eine E-Mail schreiben. Das steht auch unten im Text zur Ankündigung der Veranstaltung bei YouTube. Da könnt ihr die E-Mail-Adresse einfach rauskopieren. Ja, dann wird es zwei Mentimeter-Abfragen geben. Das steht auch ebenfalls im Text. Menti.com ist die Seite und dann gibt es einen Zahlencode, den geben wir entsprechend aber nochmal durch. Und wir wollen gucken, auch aus Erfahrung der letzten Veranstaltung, dass wir die Redezeit ein bisschen begleiten und da mal gucken, sodass wir an 2 bis 3 Minuten gedacht haben und werden entsprechend auch Hinweise geben, wenn es dann zu ausufernd sein wird. Und abschließend haben wir dann gedacht, dass wir spätestens um 20:30 Uhr fertig sind, weil A noch weitere Veranstaltungen heute anstehen und B auch ein Fußballspiel noch ist, wo vielleicht auch der eine oder die andere dann noch hingehen möchte. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz aufgeführt, seit der letzten Veranstaltung, die wir gemacht haben, hat sich ja doch einiges auf Bundesebene getan zu dem Thema Rechtsanspruch im Ganztagsschulbereich. Nach 10 Verhandlungen zwischen Bund und Ländern, aber auch zwischen Ländern und den Kommunen, hat der Bund nun Pflöcke eingeschlagen und der Rechtsanspruch wird kommen. Wohl wissend, dass die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind und dass weiter sicherlich auch hart gerungen werden wird. Der Bund wird sich zukünftig sowohl an den Investitionskosten als auch an den Betriebskosten beteiligen. Und die große Sorge der Länder, aber insbesondere der Kommunen, ist und bleibt die Finanzierbarkeit, auch aufgrund der Erfahrungen, die ja viele Kommunen auch beim Rechtsanspruch im Kita-Bereich gemacht haben, wo es ja dazu geführt hat, dass die eigenen Planungen nicht ausgereicht haben, um den Kostenrahmen entsprechend zu decken. Und da musste man dann gucken, wo kam das oder kommt das Geld her. Und das ist natürlich eine Befürchtung, die einige Kommunen teilen, dass es diesmal genauso sein wird. Und da sind wir mal gespannt, was nachher die Antwort auch auf diese Frage sein wird. Zu den Kerninhalten: Der Start soll 2026 erfolgen, mit der ersten Klasse aufsteigend für Klasse 2, 3 und 4, sodass ab dem Schuljahr 2029/2030 der Rechtsanspruch dann eben für Klasse 1 bis 4 greift. Ziel ist, circa 80% der Grundschulkinder in der Zeit von 8 bis 16 Uhr in 5 Tagen in der Woche zu erreichen. Und der Rechtsanspruch soll im SGB VIII verankert werden, was gerade nach der erfolgten Reform sicherlich nochmal eine kleine Herausforderung werden wird.
Dann zu unseren Einrichtungen in aller Kürze. Es gibt bereits jetzt eine Vielzahl von Kooperationen auf unterschiedliche Art und Weise. Wir stellen durchaus fest, dass die Schulen vermehrt den Kontakt zu unseren Einrichtungen suchen, dass aber aufgrund von unzureichender Finanzierung der Einrichtungen oftmals aber es nicht möglich ist, die Angebote auszubauen oder zu ermöglichen. Und teilweise liegen die Probleme auch in der Erreichbarkeit der Einrichtungen, weil gerade die großen Einrichtungen, die teilweise mehrere Hektar haben, Tierhaltung haben, nicht zwingend zentral in der Stadt liegen, sodass da alle 10 Minuten ein Bus vor der Tür fährt. Dann haben wir kurz vor Corona eine Umfrage gemacht in unseren Einrichtungen, nochmal bewusst vor Corona. Nur einige Zahlen daraus. 92% haben angegeben, dass sie bereits Kooperation mit Schule haben. Bereits 25% des aktuellen Etats sowie auch der Wochenarbeitszeit in den Einrichtungen geht bis jetzt für die Kooperation mit Schule drauf oder wird dafür eingesetzt. Bei mehr als 50% stellt die Finanzierung der Kooperationsangebote ein Problem dar und der Großteil der Finanzierungsmodelle sieht da auch unsere Einrichtung mit. Das heißt schon, dass das ein Problem ist, dass über Schule oftmals es sehr schlecht finanziert ist und unsere Einrichtungen selbst gucken müssen, wie können denn Angebote mit Schulen finanziert werden. Und dann noch eine Zahl, die für uns immer wichtig ist. 75% der Besucherkinder in unseren Einrichtungen sind im Grundschulalter. Und das ist auch mit einem Grund, warum unser Fokus generell auf den Kindern liegt. Natürlich auch auf Jugend, aber Schwerpunkt Kinder. Und wir stellen schon fest, auch in bundesweiten Arbeitskreisen, dass da schon der Fokus oft auf den Jugendlichen liegt. Und wir sagen eben ganz konkret, dass wir da die Kinder verstärkt im Fokus haben. Ja, heute geht es ums konkret einfach darum, dass wir unter anderem die Chancen und Risiken der zukünftigen offenen Arbeit, die Qualität, Kooperation und Mitgestaltung, die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Auge haben wollen. Und wir möchten unser professionelles Arbeitsfeld anbieten und gemeinsam tragfähige Konzepte für zukunftsfähige Bildungslandschaften entwickeln. Ja, soweit von mir. Dann übergebe ich an Moritz Schwerthelm, der nochmal 10 Minuten, Viertelstunde einen Input vorbereitet hat zum Thema. Bitte. Ja, vielen Dank, Jörn Puhle. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe, wie gesagt, einen Vortrag vorbereitet, der so ein bisschen in die Thematik einführt. Ich versuche mich kurz zu halten und spreche so ein bisschen über den Zusammenhang von offener Kinder- und Jugendarbeit und dem Rechtsanspruch in der Ganztagsschule. Ich verspreche auch schon, weniger Antworten zu liefern. Eher werfe ich Fragen auf. Damit muss man immer rechnen, wenn man sich Leute aus der Wissenschaft holt. So läuft das dann häufig. Dazu werde ich erstmal etwas über das Verhältnis von Schule und offener Kinder- und Jugendarbeit sagen. Das hat theoretische Anteile, aber auch juristische Anteile. Ich will auch ein paar Zahlen liefern zu den Kooperationen, die es schon gibt. Björn Puhle hat eben schon einige genannt. Ich habe nochmal geguckt, was findet sich so in bundesweiten Statistiken dazu. Und dann will ich es nochmal etwas größer besprechen und sozusagen diese Entwicklung des Rechtsanspruches auch nochmal mit anderen ja, politischen und fachpolitischen Entwicklungen rund um die offene Kinder- und Jugendarbeit einordnen. Ich wage einen gesellschaftstheoretischen Einstieg. Auch damit muss man rechnen, wenn man sich Leute aus der Wissenschaft holt, und verweise am Anfang auf das zweifache Vergesellschaftungsprinzip. Nur so nennt sich das in der Soziologie. Da geht es eigentlich darum, wie sich Bürgerinnen in Gesellschaft integrieren. Also wie bringt man sich als Bürgerin in Gesellschaft ein? Und es gibt eine lange Tradition, nicht erst seit Karl Marx, aber vor allem Karl Marx, der unterschieden hat zwischen dem Citoyen, dem kritischen Bürger, und dem Bourgeois, dem besitzenden Bürger. Ähnlich findet sich das bei Hannah Arendt. Sie unterscheidet zwischen politischem Handeln einerseits und Arbeiten andererseits. Ähnlich auch bei Jürgen Habermas. Der unterscheidet dann zwischen Lebenswelt, dem Bereich des politischen Handelns, und dem System, dem ökonomischen. Das finden wir auch ähnlich in der Partizipationsdebatte. Da unterscheiden wir zwischen Teilnahme im Sinne von sich seinen Teil nehmen, also politisch-demokratisches Handeln, und Teilhabe, also seinen Teil haben, die ökonomische Perspektive sozusagen auf Partizipation auf der anderen Seite. Also es gibt sozusagen einerseits politische Integration und andererseits ökonomische Integration. Und die Soziologie geht davon aus, dass es beides in Gesellschaft braucht und wir auch beides fördern müssen, um eine erfolgreiche Vergesellschaftung der Mitglieder der Gesellschaft
zu erreichen. Darum gibt es auch in Gesetzen politische und soziale Rechte. Und darum gibt es auch einen Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und politischer Ungleichheit. Wir wissen aus vielen Studien, dass soziale Ungleichheit zu politischer Ungleichheit führt und umgekehrt. Wir sprechen also von einem sich verstärkenden wechselseitigen Verhältnis. Je nachdem, wo man aufwächst, hat man andere Möglichkeiten, sich politisch einzubringen. Und je nachdem, wie man sich politisch einbringen kann, hat man auch unterschiedliche Möglichkeiten, sich und seine Interessen in Öffentlichkeit einzubringen. Für die gesamte Pädagogik resultieren daraus dann zwei unterschiedliche Aufträge. Auf der einen Seite ist das Qualifikation, Selektion und Arbeitsmarktintegration und auf der anderen demokratische Partizipation, Persönlichkeits- und Demokratiebildung. Das mal versucht, in dieser Grafik hier deutlich zu machen. Wir haben die ökonomische Integration auf der einen, die demokratische Integration auf der anderen Seite. Und die Sphäre des Systems, wo es um die ökonomische Integration geht und die Lebenswelt, wo es um die demokratische Integration geht. Die Handlungsformen, Arbeit, hier ökonomische und Interaktion beziehungsweise demokratisch-politisches Handeln auf der demokratischen Integrationsseite. Die Pädagogik antwortet dann auf der systemischen Seite hier mit Qualifikation und Hilfe und auf der demokratischen Integrationsseite mit Demokratiebildung und Persönlichkeitsbildung. Und ich habe dann mal geguckt, welche Arbeitsfelder sind eigentlich wofür zuständig. Und die zwei, um die es hier geht, habe ich hier mal eingetragen. Die Schule als ein Arbeitsfeld, das beide Seiten berücksichtigen muss. Das zeige ich gleich nochmal anhand eines Beispielgesetzestextes. Und eigentlich nur die Kinder- und Jugendarbeit. Vielleicht finden Sie was anderes. Ich habe eigentlich nur die Kinder- und Jugendarbeit gefunden, die sich ausschließlich um diesen Bereich der demokratischen Integration kümmern soll. Wie versprochen, hier nochmal am Beispiel des Schulgesetzes Hamburg. Da steht dann für die Schule einerseits Arbeits- und Berufswelt einführen und berufliche Orientierung gewährleisten. Andererseits aber auch Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, aktiv am sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Leben teilhaben zu können. Man sieht also diese beiden Seiten von Schule, die ökonomische und demokratische Integration als Auftrag von Schule. Bei der offenen Kinder- und Jugendarbeit im SGB 8, § 11 gestaltet sich das anders. Da ist davon die Rede, dass Angebote zur Verfügung gestellt werden sollen, die an den Interessen der Kinder und Jugendlichen anknüpfen, mit dem Ziel, ihnen Selbstbestimmung zu ermöglichen. Wir sprechen in der Fachliteratur von Subjektorientierung und Selbstbildung. Das ist sozusagen ein großes Wirkungsziel der offenen Kinder- und Jugendarbeit, die Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen und gleichzeitig auch die Mitbestimmung und Gestaltung zu ermöglichen, also gesellschaftliche Mitverantwortung und soziales Engagement hinzuführen. In der Fachliteratur heißt das dann eben Partizipation und Demokratiebildung, was nochmal verdeutlichen soll, dass die offene Kinder- und Jugendarbeit explizit diesen Auftrag zur Unterstützung demokratischer Integration hat. Jetzt wird es etwas komplizierter. Ich werde Ihnen nicht die ganze Tabelle erklären, keine Sorge. Ich will Ihnen nur mal zeigen, wir machen uns Gedanken darüber, welche Institutionen eigentlich welche Strukturen haben, also welche Rahmenbedingungen für Demokratiebildung, demokratisches Handeln von Kindern und Jugendlichen. Man kann das zum Beispiel an der Zugehörigkeitsform festmachen. In der Kinder- und Jugendarbeit ist die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen freiwillig. In der Schule ist sie Pflicht, dann zum Beispiel bei den Machtmitteln. Die Kinder- und Jugendarbeit hat geringe formale und informelle Machtmittel. Aufgrund dieser Freiwilligkeit können die Kinder und Jugendlichen sich entscheiden, ein Angebot zu besuchen oder nicht. Und die Fachkräfte haben auch kaum Machtmittel, um sie daran zu hindern, anders als in der Schule zum Beispiel. Was ich damit zeigen will, aufgrund ihrer unterschiedlichen Strukturen haben sie auch unterschiedliche Rahmenbedingungen, um Demokratiebildung zu ermöglichen. Wir gehen dann zum Beispiel davon aus, dass die Kinder- und Jugendarbeit im Prinzip erstmal pro-demokratisch ist. Sie hat die Potenziale, wenn sie denn dann genutzt werden, Demokratiebildung zu ermöglichen. Schule wäre eher expertokratisch, also man sagt eine Herrschaft der Experten. Und die Familie wäre beispielsweise adultokratisch, also eine Herrschaft der Erwachsenen. Etwas anders nochmal drauf geguckt. Wenn man sich jetzt unterschiedliche Formen von Partizipation anguckt, dann haben wir hier zum Beispiel die Information als sozusagen ganz basale Partizipationsform, die Mitsprache, die Mitgestaltung bis hin zur Mitentscheidung und Selbstorganisation.
Und wir finden häufig in Pädagogik und Gesellschaft eigentlich nur diese drei Teile, wenn überhaupt die Mitgestaltung dabei ist, von Partizipation. Wenn wir eigentlich demokratische Partizipation ermöglichen wollen, auch Kindern und Jugendlichen, müsste sie eigentlich alle diese Bereiche umspannen, vor allem eben die Mitentscheidung als einen ganz zentralen Punkt demokratischer Partizipation. Und die Kinder- und Jugendarbeit kann, das zeigen auch Studien, gerade diese drei Bereiche besonders gut realisieren für Kinder und Jugendliche, anders als alle anderen Arbeitsfelder in der Pädagogik. Wir sprechen deswegen von einem Alleinstellungsmerkmal der Kinder- und Jugendarbeit und sagen, außer in der Kinder- und Jugendarbeit gibt es kaum eine institutionell gerahmte und unterstützte Möglichkeit, Demokratie konkret zu praktizieren, weder in der Schule noch in den Sphären des Konsums oder der Familie. Ich habe hier mal, wie das Wissenschaftler so machen, alle möglichen Studien aufgelistet. Da kann man das nochmal nachlesen. Hier steht sogar Deutscher Bundestag 2020. Auf den werde ich gleich nochmal eingehen. Aber ich kann Ihnen die natürlich jetzt nicht alle im Detail vorstellen. Aber nochmal zum 16. Kinder- und Jugendbericht, der eben offene Kinder- und Jugendarbeit zumindest als eins von anderen zentralen Feldern der Demokratiebildung anerkennt, weil sie eben eine spezifische Kombination aus eben diesen Strukturen, über die ich sprach, der Offenheit, Freiwilligkeit, Partizipation und Sozialräumlichkeit, in Kombination mit ihrem gesetzlichen Auftrag, auch das habe ich eben schon beschrieben, und ihren konzeptionellen Grundlagen, also wir haben auch fachliche Grundlagen, die genau das vorschlagen. Diese Kombination führt eben dazu, dass sie zu einem einzigartigen Handlungsfeld des Aufwachsens in einer demokratischen Gesellschaft werden kann. Jetzt nochmal zum Verhältnis von Schule und offener Kinder- und Jugendarbeit, das sich dann mit dem, was ich gesagt habe, ungefähr so gestaltet. Die offene Kinder- und Jugendarbeit, ich fange mal auf der Seite an, hat den Auftrag zur Subjekt- und Demokratiebildung. Das heißt, sie verfolgt eine Lebenswelt-, Subjekt- und beteiligungsorientierte Sozialpädagogik. Dabei geht sie aus von den Anliegen und Interessen der jungen Menschen und unterstützt so nonformelle Demokratiebildung. Auf der anderen Seite haben wir die Schule, also Aus- und Persönlichkeitsbildung, die aber im Wesentlichen zumindest bis heute curriculumsbasierte Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten verfolgt. Das heißt, sie geht von vorgegebenen Lerninhalten aus, aber berücksichtigt die Subjekte natürlich und auch immer mehr, das wissen wir aus Studien. Jetzt nochmal aus der Perspektive der offenen Kinder- und Jugendarbeit ist es durchaus so, dass junge Menschen mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit auch auf den Lernort Schule einwirken können, ihn im Sinne oder im Interesse der Kinder und Jugendlichen auch umgestalten können. Und andererseits können die jungen Menschen auch ihre schulischen Themen und Probleme in die offene Kinder- und Jugendarbeit auch einbringen. Allerdings steht immer wieder eine Frage im Zentrum der Fachdiskussion in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, die ich jetzt nochmal hier von Maria Icking auf den Punkt gebracht finde. Sie schreibt, der Fachdiskurs in der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Bezug auf die Kooperation mit Schule ist daher stark geprägt von der Frage, in welchem Umfang sie diesen eigenständigen Charakter in der Kooperation erhalten kann, beziehungsweise positiv formuliert, wie sie die Schule als Lern- und Lebensort kinder- und jugendgerecht mitgestalten kann. Und dazu habe ich jetzt ein paar Zahlen mitgebracht, die, wie gesagt, wenig Antworten liefern, eher Fragen aufwerfen, aber doch, finde ich, für die Debatte ganz interessant sein können. Es sind jetzt bundesweite Statistiken und es geht damit los, dass ca. 26% der Haupt-, Real- und Gesamtschulen mit Ganztag arbeiten, auch mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit zusammen. Bei den Gymnasien und Grundschulen sind es nur ca. 9%, die bisher mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit zusammenarbeiten, finde ich einen ganz spannenden Hinweis. Die Teilnahme nimmt mit steigendem Alter ab. 16% der 11- bis 14-Jährigen nehmen an Ganztagsangeboten nicht teil. Das war ein zentrales Ergebnis des 14. Kinder- und Jugendberichts, wo die Autoren auch feststellen konnten, sobald junge Menschen die Wahl haben, entscheiden sie sich eigentlich gegen die Teilnahme am Ganztag. 2017, das sind die aktuellsten Daten, die ich gefunden habe, haben 68,2% der Grundschulen, waren 28,2% der Grundschulen Ganztagsschulen, aber nur 41,7% aller Grundschülerinnen nutzten sie. Das ist ja auch nochmal ein Argument für einen solchen Rechtsanspruch, wie ich finde.
44% der Besucherinnen von offener Kinder- und Jugendarbeit werden über Angebote über Kooperation mit Schule erreicht. Hier sieht man auch noch mal, dass durchaus auch die offene Kinder- und Jugendarbeit ja ein Interesse haben kann, mit Schule zu kooperieren. Und insofern verstehe ich auch meine Perspektive als eine wechselseitige. Wie kann man gut arbeitsteilig miteinander arbeiten? Welche Vorteile haben beide Perspektiven? Und darum habe ich auch am Anfang dieses zweifache Vergesellschaftungsprinzip aufgemacht, um zu zeigen, es ist doch sinnvoll, wenn Schule und offene Kinder- und Jugendarbeit ihre jeweiligen Perspektiven auf junge Menschen einbringen und eben diese beiden Seiten der demokratischen und ökonomischen Integration sozusagen arbeitsteilig auch verfolgen können in Kooperation. Interessant ist dann aber, dass nur 41% der Träger der Jugendarbeit sich als gleichberechtigte Partner erleben. Und 22% immerhin der offenen Kinder- und Jugendarbeit geben an, dass sie im Rahmen des Ganztags Schülerinnen in der Freizeit beaufsichtigen bzw. Hausaufgabenhilfe leisten und Lernhilfen bieten. Streng genommen Aufgaben, die eigentlich mit den gesetzlichen Aufgaben der offenen Kinder- und Jugendarbeit wenig zu tun haben. Und bei 45% aller Angebote besteht Anwesenheitspflicht. Das heißt, das zentrale Merkmal der Freiwilligkeit ist da aufgehoben. Und das hat auch Konsequenzen für das demokratische Handeln von Kindern und Jugendlichen in diesen Angeboten. Darum die berechtigte Frage immer wieder, auch im Fachdiskurs der offenen Kinder- und Jugendarbeit, verkürzt sich hier der Auftrag der offenen Kinder- und Jugendarbeit zu einer Erfüllungsgehilfin von Schule? Verändert sich ihre Struktur? Diese Frage werde ich, wie schon angedroht, nicht beantworten, sondern ich werde es noch mal ein bisschen größer einordnen und im Zusammenhang mit anderen Entwicklungen beschreiben wollen, die wir fachpolitisch und politisch verfolgen können und die ich grob skizziert als Gefährdungen demokratischer Handlungsfelder einsortieren würde. Das eine hatte ich Ihnen bei der letzten Podiumsdiskussion schon beschrieben, dass wir feststellen können, die Investitionen in der Jugendhilfe sind von 2000 bis 2018 einmal für die Kinder- und Kindertagesbetreuung um 23,5 Millionen gestiegen und die Hilfen zur Erziehung um 7,7 Milliarden, haben stark zugenommen. So, jetzt bin ich wieder drin und sind für die Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zusammen mit 1 Milliarde Euro hingegen kaum gestiegen. Ich habe bei der Podiumsdiskussion deswegen zusammengefasst, der gesetzliche Auftrag an die öffentliche Jugendhilfe, von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln einen angemessenen Anteil für die Jugendarbeit zu verwenden, scheint insgesamt nicht zu greifen. Das ist sozusagen eine Entwicklung, eine Gefahr finanzieller Prekarisierung für die offene Kinder- und Jugendarbeit, also hier diese systematische finanzielle Benachteiligung durch eine Gesetzeslücke. Es ist eben nicht geklärt, was angemessen oder erforderlich bedeutet. Es gibt dann auch die Gefahr zusätzlicher Benachteiligung durch die Ausweitung individueller Rechtsansprüche gegenüber der Jugendhilfe. Das war auch im Zuge der SGB-8-Reform Thema. Genauso wie eine Gefahr zusätzlicher Benachteiligung durch sozialräumliche Steuerung, die wiederum mit dieser ersten systematischen finanziellen Benachteiligung zusammenhängt. Und wir haben zusätzliche Bedarfe durch eine natürlich fachlich wichtige und richtige Inklusion. Hinzu kommen dann noch fachliche Verschiebungen oder beziehungsweise gefahrenfachliche Verschiebungen, die ich eben schon skizzieren wollte, die auch sozusagen durch den Rechtsanspruch oder mit dem Rechtsanspruch auf Ganztag zusammenhängen könnten. Also eine verstärkte Übernahme arbeitsfeldfremder Aufgaben, die eben zu einer Einengung demokratiebildender Anteile in der Jugendarbeit führen könnte. Und dazu gehört auch die politische Einflussnahme von rechts außen auf Jugend- und Bildungspolitik. Einige Studien aus dem letzten Jahr und in diesem Jahr zeigen eben immer mehr Versuche, die Jugendarbeit ordnungspolitisch in Dienst zu nehmen und verfolgen dadurch auch eine Einengung demokratiebildender Anteile beziehungsweise überhaupt eine Einengung demokratischer Handlungsfelder der Gesellschaft. Auf dieser Grundlage, und dann ende ich auch schon, steht also für mich die Frage im Raum, wie kann eine Kooperation von Ganztagsschule und offener Kinder- und Jugendarbeit vor allem auch juristisch so gestaltet werden, dass die arbeitsteiligen Aufgaben der Felder sichert, so nicht zu einer weiteren Reduzierung demokratiebildender Handlungsfelder führt, sondern vielleicht sogar zu einer Demokratisierung von Schule,
Ich kann ja aus Perspektive der Jugendarbeit hier träumen und vielleicht ist da ja was möglich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich ende damit. Ja, Moritz, vielen Dank. Ich glaube, das ist nochmal ganz gut gewesen, so ein paar Zahlen sich auch nochmal präsent zu holen und ein paar Anregungen, glaube ich, auch für die heutige Diskussion nochmal aufzuzeigen. Ich möchte an der Stelle auch Frau Stump begrüßen. Sie hat mir angekündigt, dass Sie eine Viertelstunde später ungefähr kommen. Das hat ziemlich genau geklappt. Herzlich willkommen nochmal. Ich habe auch bewusst darauf verzichtet bislang, dass die Podiumsteilnehmer sich einmal kurz vorstellen. Das würde ich jetzt gerne einbauen. Darf ich eine, weil das eben direkt an den Vortrag von Moritz Schwarzhelm Fragen aufgetaucht sind, im Chat auch hier per E-Mail eingegangen sind. Und da war die Frage insbesondere, was die Zahlen der Ganztagsschulnutzung von Kindern und Jugendlichen oder von Kindern betrifft. Ob die Zahlen denn für Ost und West gleich seien, ob das... Und vor allem auch auf dem Hintergrund, dass es im Osten Deutschlands eben auch schon die Hortkultur immer gab und ob das Auswirkungen auf die Zahlen hatte unter Umständen. Kann ich ganz kurz machen, weil ich die Zahlen nicht im Kopf habe. Das klingt plausibel, dass es da Unterschiede gibt, aber ich habe sie jetzt gar nicht so parat. Dankeschön. Okay, gut, dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Runde. Ich gehe einfach über meinen Bildschirm hier und kleine Vorstellungsrunde. Lorenz, fängst du an? Lorenz Bahr. Ja, guten Abend. Mein Name ist Lorenz Bahr. Ich bin Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter und leite das Landesjugendamt Rheinland hier in Köln, beziehungsweise ich bin heute zu Hause in Wuppertal. Wunderbar. Dann vielleicht Thorsten Drescher. Ja, hallo ans Podium und auch an YouTube, wie viele auch immer dazu gucken. Ich bin Soziologe von Haus aus und arbeite derzeit als Jugendhilfeplaner bei der Senatorin für Kultur und Bildung in der Hansestadt Lübeck. Frau Stump. Ja, vielen Dank auch für die freundliche Begrüßung. Mein Name ist Margit Stump. Ich bin Bildungs- und Medienpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion und auch langjährige Kommunalpolitikerin. Sönke Rix. Ja, Sönke Rix, ich bin Familien- und Jugendpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, gelernter Erzieher und komme aus Eckernförde. Eckernförde hoch im Norden. Und vielleicht nochmal ganz kurz, Moritz, du warst zwar schon präsent eben, aber nochmal zwei Sätze zu dir. Ja, genau. Moritz Schwerthelm, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Arbeitsbereich Sozialpädagogik der Universität Hamburg, Fakultät für Erziehungswissenschaft. Und wir forschen eben ganz besonders zur demokratischen Partizipation und Demokratiebildung von Kindern und Jugendlichen in der Jugendhilfe und insbesondere in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Ich denke, das ist jetzt durch meinen Input auch deutlich geworden schon. Ja, wir haben da einen Zusammenhang feststellen können, das stimmt. Okay, bevor wir zu den konkreten drei Fragestellungen kommen, haben wir gedacht, dass wir einmal eine Mentimeter-Abfrage machen. Da gibt es unten bei YouTube gibt's ja einen Text zur Veranstaltung, da steht es auch drin. Das heißt, wer Lust hat, geht einmal auf menti.com und gibt dann den Code ein, der da steht. Ich kann ihn auch gleich nochmal nennen, also menti.com und der Code ist dann die 88931184 oder einfach, wie gesagt, rauskopieren, menti.com 88931184. Das ist ein bisschen wie die Verkündung der Lottozahlen, fällt mir gerade so auf. Und dann gehen wir gleich in die Runde mit den drei Fragen, die wir im Vorfeld den Teilnehmern zugeschickt haben. Hans-Jörg, wie sieht es da aus? Ja, es beteiligen sich Leute, die Zahlen ändern sich gerade.
ich würde sagen, sobald es durch ist, würde ich das dann einblenden. Wir geben den Leuten einfach noch ein bisschen Zeit. Ja. Und ich kann das jederzeit auf Abruf dann gerne einblenden, wenn Moritz Schwartel mir die Rechte hat. Er gerade. Wunderbar, vielen Dank. Hat er gerade gemacht. Gut, dann warten wir noch ab. Wer Lust hat, beteiligt sich noch. Und dann kommen wir zur ersten Fragestellung. Da ist der erste Teil einer, der wahrscheinlich jetzt nicht direkt beantwortet werden kann. Ich lese mal kurz die Frage vor. Der kommende Rechtsanspruch wird ja häufig als arbeitsmarktpolitisches Instrument diskutiert, sprich Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sehen Sie die Notwendigkeit, die Wirtschaft mit ins Boot zu holen? Und wenn ja, wie kann es hier gelingen? Hinzu kommt das sinnvolle Argument der Chancengleichheit. Aus unserer Sicht wird aber zu viel über als mit den Kindern gesprochen. Ist die Frage der Ausgestaltung des Ganztags nicht ein idealer Ansatz für Partizipation und Demokratiebildung? Da wäre es so gewesen, dass als erstes Herr Weinberg von der CDU geantwortet hätte und als zweites Lorenz Bahr. Und Lorenz Bahr wird jetzt antworten, aber sicherlich nicht auf den ersten Teil bezogen auf beispielsweise die Wirtschaft eingehen können, weil er da auch eine andere Rolle hat. Aber ich übergebe an Lorenz Bahr. In der Tat, meine Rolle als Landesjugendamt ist es nicht zu fragen, ob wir die Wirtschaft da reinholen können oder nicht. Und ich stehe auch diesem Zugang der offenen Ganztagsschule, aber eben auch der Kindertagesbetreuung, wenn es nur um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, ich sage das an dieser Stelle sehr, sehr skeptisch gegenüber. Ich weiß, dass das gesamtgesellschaftlich ein wichtiges Argument ist, aber eben aus der Perspektive der Kinder- und Jugendhilfe mag das zweitrangig sein. Erstrangig ist mit Sicherheit, jedenfalls aus meiner Perspektive, und ich habe das bei Ihrem Vortrag, Herr Schwertelm, nochmal deutlich gemerkt, wie stark ich mittlerweile aus der Kinder- und Jugendhilfe komme. Da sind die Fragen der Demokratiebildung, der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen, der Selbstbestimmung, der Selbstbildung, der Selbstwahrnehmung, der Partizipation ganz, ganz zentrale Fragen. Und insofern bin ich, ob der Rechtsanspruch jetzt kommt oder nicht, schon bei dieser Frage skeptisch. Ich weiß es noch nicht. Ich bin noch nicht nah genug dran, muss ich ehrlich sagen, Herr Rix, ob die Entscheidung tatsächlich zwischen den Bundesländern schon gefallen ist. Die kommunalen Spitzenverbände laufen ja jetzt diese Tage nochmal auch mit guten Argumenten Sturm. Ich könnte mir vorstellen, dass es da noch zu einer Vermittlung kommt. Und genauso skeptisch bin ich dann, was die Einführung des Rechtsanspruches, sollte er denn kommen, anbelangt. Herr Schwertelm, Sie haben eben nochmal die Frage gestellt, Ion Pule, du auch, ob eben die Jugendhilfe quasi zur Erfüllungsgehilfin von Schule wird. Und die Erfahrung zeigt an vielen Stellen aus der Perspektive der Jugendhilfe, da, wo Schule draufsteht, ist auch Schule drin. Und bei dem offenen Ganztag reden wir in aller Regel eben von schulischen Systemen. Der Vortrag hat es eben auch deutlich gemacht, dass eben vielfach es um, also auch die Aufgabe dann der Jugendhilfeträger in Schule, es vielfach um die Hausaufgabenbetreuung und eben die Betreuung der Kinder und Jugendlichen geht. Und dass umso älter die Kinder und Jugendlichen oder die Kinder werden, umso weniger eben der offene Ganztag dann aber auch die Jugendlichen halten kann, dass sie dann eben auch andere Räume, auch Erfahrungsräume für sich suchen. Und spätestens jetzt mit der Pandemie ist es nochmal ganz, ganz deutlich geworden, dass es die Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe in allererster Linie eben auch ist, genau diese Erfahrungsräume den Kindern und Jugendlichen auch zur Verfügung zu stellen. Und hätten Sie mich als Schüler gefragt, hätte ich gesagt, naja gut, der Lebensraum Schule ist der erste und der wichtigste, weil ich eben auch am Nachmittag gerne in der Schule war und dort viel mitgestaltet habe. Aus der Perspektive der Jugendhilfe würde ich es mittlerweile wirklich anders formulieren. Es gibt so ein schönes kleines Bild. Ich habe das beim Deutschen Jugendhilfetag. Es musste in Düsseldorf gewesen sein, am Stand des Bundes der Jugendfahrt mitgenommen. Dieses kleine Puzzle. Und auf diesem kleinen Puzzle, das ist ein Wimmelbild, ist ein Stadtteil zu sehen. Und ich finde, das ist sehr, sehr sinnbildlich. Da ist in diesem Stadtteil, wo die Kinder und Jugendlichen groß werden, eben die Schule nur ein Ort. Oder übersetzt auch nochmal formuliert, es braucht eben ein ganzes Dorf, um Kinder oder Jugendliche zu erziehen. Und da ist die Schule ein wichtiger und wesentlicher Bestandteil, das auf jeden Fall. Aber ich glaube eben auch, es gibt andere wichtige und wesentliche Bestandteile.
Und die Schule ist nicht der einzige Lebensort und schon gar nicht der Lebensort, bei dem eben jetzt, um in Ihren Worten nochmal, Herr Schwertehelm, zu bleiben, demokratische Integration stattfindet, wo eben nicht die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen wirklich abgebildet wird. Und deswegen braucht es mindestens beides, wenn nicht sogar darüber hinaus weitere Angebote. Und insofern wird man gucken müssen, wie man eben den Bereich auch der offenen Kinder- und Jugendarbeit neben der Schule auch besonders nochmal stärken kann. Und das gilt mit Sicherheit vor allem eben nicht nur für die kleinen Kinder, sondern eben umso älter sie werden, dann auch für die größeren Kinder. Insofern kann das sogar eine neue Herausforderung sein für die offene Kinder- und Jugendarbeit. Ja, vielen Dank. Das war etwas über 3 Minuten. Wir üben das noch ein bisschen ein, aber alles noch im Rahmen. Dann weiß ich, Hans-Jörg, das Mentimeter. Machen wir es jetzt. Ich lade es mal hoch, einen Augenblick bitte. Ich, Moment. Leider habe ich keine Host-Erlaubnis im Moment. Kann das sein, lieber Moritz Schwertehelm? Eigentlich müsstest du sie haben. Ich habe sie wieder übergeben. Okay, dann versuche ich das nochmal. Hier war eben so ein blaues Fenster. Da stand das drin, dass Moritz sie übergeben hat. Ja, aber der Host hat die Freigabe des Bildschirms deaktiviert, steht bei mir. Dann arbeiten wir da dran noch. Und arbeiten wir da dran, genau. Wir machen einfach weiter bei der zweiten Frage. Ja. Gut, dann machen wir das. Die zweite Fragestellung geht als erstes an Frau Stump und danach dann an Thorsten Drescher. Wie soll der Rechtsausspruch aus Ihrer Sicht konkret umgesetzt werden? Welche sind die größten Herausforderungen, insbesondere für die Kommunen, die am Ende der Kette stehen und den Rechtsanspruch umsetzen müssen? Und wie sollen insbesondere die baulichen Herausforderungen gelöst werden? Und ist es nicht sinnvoll, auch in Logistik, sprich Transport der Schülerinnen zur außerschulischen Einrichtung zu denken? Frau Stump, bitteschön. Ja, vielen Dank. Lassen Sie mich vorausschicken. Es wird immer diskutiert, als ob der Rechtsanspruch eine Verpflichtung zum Ganztag wäre. Und das halte ich fast ein Vierteljahrhundert, nachdem der Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung in Kraft getreten ist, für reichlich verfehlt. Und wir diskutieren immer noch so, als ob eine Ganztagsschule die Teilzeitschule bleibt mit einem Anhängsel an Betreuung und Hausaufgabenbeaufsichtigung. Auch das halte ich für verfehlt. Wenn wir von Ganztag reden, wir als Grüne Bundestagsfraktion oder als Grüne insgesamt, dann gehen wir schon von einem qualitätsvollen Ganztag aus mit einem rhythmisierten Angebot, in dem die Zivilgesellschaft auch in die Schule geholt wird. Und wenn man dann jetzt in der Diskussion auch so tut, als ob Schule kein Ort wäre, wo Demokratie gelernt werden würde, dann finde ich das sehr traurig und das zeigt, dass sich Schule da auch noch deutlich entwickeln muss. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Kern der Frage, dafür braucht sie Ressourcen. Wir haben ja erlebt beim Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung, dass es vor allem in den ländlichen Bereichen, wo es das bisher noch nicht so gab, erhebliche Widerstände von Seiten der Kommunen gab, diese Plätze auszubauen, weil man davon ausgegangen ist, dass der Bedarf überhaupt nicht da sei. Das sage ich auch als jemand, die seit 99 im Gemeinde- und im Kreistag sitzt. Und man hat auf diese Rufe nicht gehört und hat erst reagiert, als der Rechtsanspruch tatsächlich da war und sich gezeigt hat, dass es sehr wohl eine Anfrage gibt, die einfach einen Bedarf gibt, der einfach nicht gesehen wurde. Und dann musste man sich mit Zeitverzögerung schnell an die Arbeit machen.
Der Ausbau hat dann einen Schub bekommen, als die Bundesländer das finanziell dann auch unterfüttert haben, aber eben alles viel zu spät, weil man den Bedarf einfach negiert hat. Und den Bedarf nur an der Berufstätigkeit der Eltern und am Vereinbarkeitsthema festzumachen, das halte ich für völlig verfehlt, sondern das Dorf kann eben auch die Schule sein. Denken Sie an Schulen in sozial schwachen Quartieren, da haben Sie auch nicht so viel andere Lebenswelten. Und wenn wir dann noch davon ausgehen, dass wir vor allem, wenn wir Bildung in der Frühphase des Lebens tatsächlich stark machen, dass wir da die besten Ergebnisse haben, wenn es um die Bildungsbiografien im Anschluss geht, dann halte ich für den Rechtsanspruch auf Ganztag in der Grundschule für essentiell. Allerdings muss der, und jetzt komme ich nochmal zum Thema finanziell, hinterfüttert werden. Sie wissen, dass die Bundesrepublik eines der Länder in der OECD ist, die am allerwenigsten in Bildung investieren, nämlich nur 4,3%. Und davon leistet der Bund nur 10%. Also das heißt, wir müssen tatsächlich dafür sorgen, dass der Bund sich an diesen Investitionen viel stärker beteiligen kann. Sie kennen diese Diskussion jetzt um diesen Sonderfonds für die Investitionen in den Bau von Gebäuden. Das ist viel zu wenig. Aber wir müssen als Bund natürlich auch dafür sorgen, dass das Geld da ankommt, wo wir es tatsächlich hinhaben wollen. Also eine Finanzierung über Umsatzsteuerpunkte sehen wir da sehr kritisch. Die Gefahr, dass das Geld eben nicht in den Schulen landet, die betrachte ich für sehr groß. Und dann nochmal von der Schulkultur her, also hier jetzt nur auf den Transport in außerschulische Einrichtungen zu fokussieren, halte ich für falsch, sondern Schulen brauchen ein Budget, das sie dann auch entsprechend einsetzen können und in der eigenen Hoheit, Stichwort Demokratisierung, auch Mitbeteiligung der Schülerinnen und Schüler dafür sorgen können, dass außerschulische Lernorte besucht werden können und das natürlich. Ich will jetzt als Grüne gar nicht die Geschichte guter ÖPNV, niedrige Preise und am besten Transportfreiheit für Schülerinnen und Schüler zu schulischen Lernorten aufmachen. Aber ich glaube, wenn wir da jedes Detail immer aufdröseln, kommen wir nicht wirklich vorwärts, sondern Schulen brauchen mehr Eigenverantwortung und sie brauchen auch für diese demokratiebildenden Elemente, auch das ist Bildung, ein Budget, das sie dann auch einsetzen können, auch um eine andere Lernkultur zu etablieren und vor allem außerschulische Lernorte natürlich mit einzubeziehen und eben auch Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, auch gesellschaftliche Gruppen, zum Beispiel Vereine, andere Initiativen. Ich halte das für sehr essentiell und jetzt hoffe ich, dass ich die 3 Minuten nicht allzu sehr überzogen habe. Jörn, dein Mikro ist aus. Achso, Entschuldigung. Ich sagte, Sie haben ja eine Einführung gemacht, von daher haben Sie dann sozusagen im zweiten Teil die 3 Minuten gehalten. Da war das dann in Ordnung und ich sehe gerade, dass das Mentimeter sozusagen da ist und wenn, bevor Thorsten Drescher dran ist, vielleicht einmal kurz drauf gucken. Und hier ging es eben ganz klar um die Einschätzung des Publikums hinsichtlich des Rechtsanspruchs. Genau, das können wir gerne für die Diskussion nachher für uns schon mal mitnehmen. Gut, vielen Dank dann. Thorsten Drescher, bitte. Danke. Ich würde vielleicht gerne vorausschicken, dass wir als Hansestadt Lübeck schon recht gut aufgestellt sind, was die Betreuung von Grundschulkindern betrifft. Wir haben gerade eine Anmeldequote von 60% in der Hansestadt. Der Großteil der freien Träger und Schulen arbeitet zusammen mit einer Kooperationsvereinbarung mit der Hansestadt, die auch so ein Rahmenkonzept beinhaltet, wo auch noch genauere Inhalte ausdefiniert werden. Auch die weitere Betreuung in der Sekundarstufe 1 ist schon gut ausgebaut. Ich glaube, da sind wir so bei knapp über 50% in Anspruch bzw. Anmeldequote. Also, und wir rechnen im Grundschulbereich einen Anstieg von 60 auf so 80%, was die Anmeldequote betrifft. Das macht uns jetzt erstmal nicht so Bauchweh aus Erfahrungen aus dem Kreis Bergstraße, wo ich gearbeitet habe, aber auch in der integrierten Berichterstattung in Rheinland-Pfalz, wo ich beim ISM gearbeitet hatte, kann ich sagen, nicht alle Kommunen sind so gut aufgestellt. Und ich versuche jetzt mal einfach ein paar Punkte zu nennen, die uns beschäftigen.
die aber andere Kommunen vielleicht im Besonderen nochmal mit beschäftigen. Der eine Punkt ist natürlich die räumliche Situation. Die Kommune ist ja sozusagen in der Doppelrolle, einerseits als Schulträger und auf der anderen Seite als Träger der örtlichen bzw. öffentlichen Jugendhilfe vor Ort. Sind wir einerseits in der Gestaltung von Inhalten, Konzepten und so weiter und auf der anderen Seite auch tatsächlich im Beton sozusagen auch mit drin, was alles drumherum betrifft. Und da beschäftigt uns natürlich, wie ist eine Mittagsessensversorgung möglich? Nicht nur das, sondern auch die Essenssituation. Da müssen auch zum Teil kreative Lösungen gefunden werden. Zum Teil, wir haben ein Doppelraumnutzungskonzept, was die Funktionsräume so ein bisschen unterstützt, was gerade evaluiert und weiterentwickelt wird, zeigt sich immer wieder das Thema Ruhe- und Rückzugsräume in der räumlichen Situation ist ein ganz wichtiges, ja, also dass Kinder auch mal Ruhe brauchen. Sie kennen vielleicht den einen oder anderen GrundschullehrerInnen, die nach Hause kommt und sagt, den ganzen Tag Kindergebrüll ist anstrengend, das ist auch für die Kinder zum Teil anstrengend, die haben unterschiedliche Bedürfnisse, was das angeht. Zusätzlich dann auch einfache Aufenthaltsqualität, wie sind Schulhöfe gestaltet und so weiter. Also das ist diese Säule, räumliche Situation beschäftigt uns. Ist schwierig und da brauchst du zum Teil auch kreative Lösungen und auch noch einen anderen Teil, da komme ich nachher zu. Der zweite Teil ist natürlich die Situation der Fachkräfte. Wenn man nur Personen für die Nachmittagsbetreuung einstellt, sind das äußerst unattraktive Jobs. Wir in Lübeck haben die gute Situation, dass wir die Integrationshilfen als Pool an den Schulen sozusagen als Infrastrukturhilfe gewähren und da eine gute Situation auch erzeugen können zwischen Vormittag und Nachmittag, also dass sie praktisch übergehen in den Nachmittag auch mit. Fachkräftemangel im Allgemeinen wird dann natürlich ein Thema sein, aber dann auch so ein konzeptionelles Thema, wie muss denn da auch überhaupt das Verhältnis von Fachkräften und Nichtfachkräften sein, mit Blick auf Kooperation, dass auch mal ein Tischler kommt und meine AG halten kann oder ähnliches. Was so ein bisschen an diese Funktionslogik oder Demokratiedebatte angeht, die Moritz Schwertheim ja so eingeleitet hat, das zeigt sich, glaube ich, ganz konkret im Alltag im Sinne der Verzahnung von Vor- und Nachmittag. Das bedeutet, wie können Kinder vom Vormittag in den Nachmittag übergeleitet werden? Wie können sie am Nachmittag ankommen? Wie können denn auch Lehrkräfte am Nachmittag eingebunden werden? Na, die Idee wäre dann schon, so ein lernendes System irgendwie auch, ein voneinander lernendes System irgendwie zu erzeugen. Da sind wir dran. Das gelingt uns noch nicht ganz so gut, wie wir es möchten. Es ist von den einzelnen Schulstandorten abhängig. Da lässt sich keine allgemeine Lösung finden. Unser Eindruck ist aber, dass die Bereitschaft im Lehrerkollegium zunimmt, damit zu wirken. Ansonsten, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, das wird hoffentlich auf Landesebene dann passieren, sind die Setzung von fachlichen Standards. Es geht darum, nicht nur wie ist der Fachkräfteschlüssel, wie sieht es mit Leitungsanteilen aus, Koordinationsanteilen und so weiter. Wir als Kommunen brauchen da häufig auch eine Argumentationsgrundlage, einfach was den Haushalt betrifft. Ich spreche jetzt auch mal nochmal so in Richtung Konsolidierungskommune oder Rettungsschirmkommunen oder. Wenn man jetzt eine Landesempfehlung hat, von der wir vor Ort ausgehen, die ist fachlich nicht ausreichend und möchten eigentlich eine bessere Situation schaffen, was die Betreuungssituation angeht, kommt man ganz schnell in Legitimationsdruck tatsächlich. Das kann mal günstiger, mal schwieriger, je nach Bundesland tatsächlich ausgehen. Vierte Säule ist vielleicht das Thema Kooperation. Wie kann Nachmittag gut gelingen? Uns gelingt er gut, indem wir AGs anbieten an den Grundschulen, die zum Teil dann auch offen sind, ganz unterschiedliche Schwerpunkte haben. 18 verschiedene Stück haben wir da, die möchte ich gar nicht alle aufzählen. Aber das Einbinden von verschiedenen Akteuren, auch Akteure aus dem Sozialraum und so eine doppelte Öffnung machen. Kinder in den Sozialraum ein bisschen bringen, aber auch den Sozialraum dann in die Schule zu den Kindern bringen. Und ich gucke mal die Zeit. Noch. Dann Finanzierung, das muss ich als Vertreter der Kommune sagen, wenn die nicht gesichert ist, wird es wirklich schwierig, auch nochmal mit Blick auf die ungleiche Situation. Man muss sagen, 80-90% unserer Ausgaben sind Fixkosten durch zugewiesene Aufgaben. Je höher die werden, desto kleiner wird der Spielraum. So. Und das betrifft vor allem die nicht so gut ausgestatteten Kommunen am meisten. Dankeschön. Ja, ebenfalls. Vielen Dank. Dann kommen wir zur dritten Fragestellung, da wird als erstes Sönke Rix und dann Moritz Schwertheim antworten. Die Frage heißt, bei dem Rechtsanspruch kann es aus Sicht des Bund der Jugendfahren- und Aktivspielplätze nicht nur um Quantität, sondern es muss vor allem auch um Qualität gehen.
Wie ist Ihr Qualitätsanspruch? Welche Fachlichkeit soll das benötigte Personal haben und wo soll es herkommen? Wir bemerken bereits jetzt, dass wir einen zunehmenden Fachkräftemangel im Bereich der Kitas, Hilfen zur Erziehung und auch der offenen Arbeit haben. Wir haben teilweise einen Kannibalismus sozusagen schon zwischen den einzelnen Hilfearten, dass die Mitarbeiter wandern. Zudem liegt der Schwerpunkt in der Ausbildung häufig im Kita-Bereich. Wie können die außerschulische Bildungslandschaft und hier insbesondere die Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit bei der Umsetzung des Rechtsanspruches mit einbezogen werden? Sönke Rix, bitte. Ja, vielen Dank. Ich will zunächst mal zur Fachlichkeit sagen, ähnlich wie der Kollege das gerade aus Lübeck auch nochmal deutlich gemacht hat, es muss ein Wechselspiel geben können zwischen denen, die eine sozialpädagogische Fachlichkeit haben und denen, die über eine AG als Tischler oder über eine andere Form natürlich da auch Angebote machen können. Und ich glaube, so flexibel sollte das System auch die ganze Zeit bleiben, dass das auch weiterhin möglich ist, ohne die Fachlichkeit quasi so auszulagern, dass man sagt, okay, jetzt kommen die Eltern, ich sage jetzt mal ein bisschen despektierlich, und bieten hier ihre Hobbys an und die sozialpädagogische und pädagogische Begleitung findet gar nicht mehr statt. Das darf am Ende nicht passieren. Ich habe selber in meinem Ganztagsbereich an einer festen Ganztagsschule gearbeitet, wo wir das System auch so hatten, dass wir von außen tatsächlich Honorarkräfte aus Vereinen, Verbänden, Institutionen der offenen Kinder- und Jugendarbeit dazu geholt haben, aber die gesamtpädagogische Konzeption auch sich tatsächlich durch sozialpädagogische Fachkräfte auch gewährleistet worden ist. Die Fachkräfte gibt es aber im Moment gar nicht so auf dem Markt. Deshalb haben wir ja auch deutlich gemacht, dass wir nicht von einem Tag auf den anderen sofort alles einführen an dieser Stelle, sondern haben gesagt, wir machen das auch schrittweise, weil wir genau wissen, dass genau das zu einer sehr großen Herausforderung wird, neben dem baulichen und den anderen Fragestellungen, die sich das natürlich mit sich bringt, wenn man den Rechtsanspruch so einführt. Und deshalb ist es wesentlich, dass man da natürlich auch noch gewisse Zeit hat. Wir haben auch in einem Entschließungsantrag des Bundestages auch nochmal festgehalten, dass wir auch noch eine weitere Fachkräfteoffensive, eine größere auch nochmal auf den Weg bringen wollen, weil wir jetzt mit der neuen Einführung eines Rechtsanspruches, es ist zwar keine neue Aufgabe, die wir hier formulieren, aber ein Rechtsanspruch, den wir formulieren, dann natürlich nochmal eine stärkere Nachfrage da auch haben werden und dadurch auch einen höheren Personalbedarf. Ich bin auch sehr dafür, die Erzieherausbildung nochmal zu reformieren. Ich gehe davon aus, dass die Bundesländer, die einzelnen dafür originär zuständigen Länder, da auch schon Konzepte in den Schubladen haben. Ich weiß zum Beispiel auch von Baden-Württemberg oder anderen Ländern, die auch da gute Ansätze für neue Wege in der Ausbildung auch gehen an vielen Stellen. Aber da kann man voneinander unter den Bundesländern noch viel lernen. Wir haben es in der Pflegeausbildung ein Stück weit vorgemacht, mal zu gucken, wie es eigentlich ist, wenn wir es ein Stück weit mehr vereinheitlichen, die Ausbildung, wo wir auch nochmal deutlich machen, wie vielseitig auch die Ausbildung ist. Das Arbeitsfeld ist gerade angesprochen worden. Offene Kinder- und Jugendarbeit ist gar nicht so ein großer Bestandteil der Ausbildung, muss aber ein größerer Bestandteil werden. Gerade jetzt, wo wir sagen, wir erweitern auch nochmal Tätigkeitsfelder oder bauen sie nochmal stärker aus an vielen Stellen, glaube ich, wäre es sinnvoll, da das auch miteinander zu vereinbaren. Also nochmal eine Fachkräfteoffensive und eine Fachkräfte- oder eine Fachausbildungsreform, glaube ich, eine Vereinheitlichung, zumindest eine Angleichung an vielen Stellen, halte ich für sehr, sehr dringend notwendig und auch ein Kapazitätsausbau im Ausbildungsbereich. Nützt nichts, dass man vielleicht noch die einzelnen Auszubildenden quasi mitfinanziert, sondern ich glaube, was auch notwendig ist, dass in den einzelnen Ausbildungsstellen, auch in einigen Bundesländern, das ist da auch sehr unterschiedlich, auch neue Kapazitäten geschaffen werden müssen, um da auch tatsächlich Fachkräfte mit an Bord zu kriegen. Wenn ich darf, da möchte ich noch eine halbe Minute dafür nutzen, noch ganz kurz auf das einzugehen, was politisch gerade eben schon mal als Thema war, ob das denn nun tatsächlich überhaupt durch den Bundesrat kommt und was denn da jetzt passiert. Also ich bin den Grünen auch sehr dankbar, dass sie die historische Chance quasi jetzt auch mit erkennen und sagen, okay, wir stimmen dazu, auch wenn wir es in reiner Lehre anders formuliert hätten. Sozialdemokraten hätten das alleine auch in reiner Lehre anders formuliert und gäbe es keine Zuständigkeit der Länder, hätte der Bund das auch ganz anders alleine formuliert und umgekehrt die Länder wahrscheinlich auch. Wir haben aber nun mal dieses Zusammenspiel von Bund und Ländern und mussten dann natürlich entsprechend auch so
ich sage jetzt mal, was zum Beispiel die Qualitätsstandard angeht, wo ich mir viel mehr gewünscht hätte, da viel mehr Qualität auch reinzuschreiben, fachliche Qualität auch durch Personal zum Beispiel, das auch noch reingeschrieben hätte, hätte ich noch eine größere Finanzierungsdebatte an dieser Stelle gehabt. Und deshalb muss man schon auch diese, an dieser Stelle auch einen Kompromiss eingehen, weil die Bundesländer sagen, also das ist unsere originäre Aufgabe. Und wenn ihr sagt, dass wir da jetzt mehr Qualität machen sollen, dann müsst ihr uns natürlich auch das Geld dafür geben. Aber entsprechend haben wir da gesagt, da muss man dann eben auch flexibel an diesen Stellen reagieren. Ansonsten haben mehrere Ministerpräsidenten das, was jetzt im Gesetz geschrieben worden ist, als Kompromiss so vereinbart. Von Nordrhein-Westfalen bis Mecklenburg-Vorpommern, von Niedersachsen bis Rheinland-Pfalz, von Bayern bis Hamburg. Die waren alle daran beteiligt, wie diese Eckpunkte, das heißt, wie viel Geld geht rein, in welchem Zeitplan läuft es und wie sind die Eckpunkte eigentlich für dieses Gesetz, das haben die miteinander vereinbart. Ich gehe also auch davon aus, dass die zu ihrem Wort stehen und anschließend auch im Bundesrat diesem Gesetzentwurf dann anschließend auch eine Mehrheit geben. Denn jetzt in ein Vermittlungsverfahren zu gehen, während zwischendurch ein neuer Bundestag gewählt wird, kann durchaus passieren, mit Verlaub, diese historische Chance nicht wieder zu bekommen, so wieder den Rechtsanspruch auch tatsächlich als Gesetz zu haben. Und ich gehe sehr fest davon aus, dass die Landesregierung das auch im Blick haben und da das sehen. Die Kommunen sind zum Teil tatsächlich beunruhigt. Ich weiß es, weil viele Landesregierungen nicht das Geld immer so zur Verfügung stellen, wie sie es eigentlich den Kommunen zur Verfügung stellen sollten. Das ist uns schon an vielen anderen Stellen auch begegnet. Das haben wir auch nochmal im Entschließungsantrag auch nochmal formuliert. Da waren die Länder auch sehr böse drüber, dass wir das nochmal so formuliert haben. Aber da gibt es ja nun mal auch Tatsachen, die das, diese Vermutung auch nochmal klarstellen. Deshalb wollten wir den Kommunen auch noch ein Signal geben, dass die Länder entsprechend die Gelder, mindestens die Gelder vom Bund, auch zur Verfügung stellen. Am Ende kann man, letzter Satz, am Ende kann man sagen, wenn der Bund etwas bestellt, dann soll er es auch komplett bezahlen. So ist es aber nicht. Wir haben noch einen Föderalismus und wir haben auch noch eine Situation, dass wir das hier gemeinsam machen. Am Ende muss auch Bundestag und Bundesrat das ja auch gemeinsam beschließen. Ich würde mir auch wünschen, wir hätten mehr Möglichkeiten des Bundes in der Finanzierung in Richtung Bildung, aber auch überhaupt in Richtung Kita, in Richtung Jugendarbeit, in diese Richtung, die haben wir aber nicht. Die Länder haben sich damals immer dagegen gewehrt. Es gibt immer noch sehr viele Einschränkungen, was diese Finanzierungswege anbelangt. Und auch was die Zuständigkeiten anbelangt und solange sie sind, bedarf es dieser immensen Abstimmung. Aber ich gehe davon aus, dass diese historische Chance wahrgenommen wird und wir einen ersten guten, großen Schritt zum Thema Verbesserung von Chancen, Verbesserung auch von Kindern und Jugendlichen. Ich betrachte es auch nicht in erster Linie als Vereinbarkeitsinstrument, sondern auch als Instrument für Kinder und Jugendliche. Und ich betrachte es auch als eine Chance für die Kinder und für die offene Kinder- und Jugendarbeit. Oder insgesamt für die Kinder- und Jugendarbeit. Und ich glaube, der sollte die Kinder- und Jugendarbeit auch wahrnehmen, diese Chance. Gut, vielen Dank. Das war jetzt etwas mehr als 3 Minuten, aber im ersten Teil waren Sie in den 3 Minuten und der zweite Teil war ja sozusagen die Beantwortung der Frage von Lorenz Bahr. Von daher passt das ganz gut zusammen. Und Moritz Schwerthelm ist dran mit der Antwort zur Frage 3. Ja, genau. Ich versuche eben nochmal auf die Frage einzugehen, wie die offene Kinder- und Jugendarbeit und insgesamt die außerschulischen Bildungslandschaften einbezogen werden könnten jetzt in Zukunft. Und ich merke, wenn ich unserer Diskussion ein bisschen folge, habe ich sozusagen 2 Seiten in mir. Eine sehr pessimistische Perspektive, die sozusagen sagt, alles, was Schule anfasst, wird zur Schule. Aus der Perspektive müsste ich natürlich dem Arbeitsfeld sagen, Leute, lasst die Finger davon, ihr könnt nur verlieren. Auf der anderen Seite, und das ist mir natürlich auch klar, gibt es auch eine positive, eine optimistische Perspektive, die jetzt auch betont wurde, die arbeitsteiligen Aufgaben, dass das Wechselspiel der jeweiligen Verantwortlichen, eine Kooperation auf Augenhöhe, die auch aus wissenschaftlicher Perspektive, auch dafür gibt es Studien, durchaus machbar ist. Wir erleben auch in der wissenschaftlichen Begleitung solcher Modellprojekte immer wieder, dass das nur eine sehr hohe Fachlichkeit fordert auf beiden Seiten. Also wir sind teilweise 1,5 Jahre mit Kolleginnen und Kollegen in Schule und Jugendarbeit in Kooperation im Ganztags unterwegs, bis sich dieses Verständnis für diese Arbeitsteilung und die jeweiligen Aufträge und die unterschiedlichen Zugänge zu Kindern und Jugendlichen überhaupt erst einstellt. Und es adressiert sozusagen nochmal an die Qualifikation. Herr Rix hat es gesagt, die Erzieherinnenausbildung, aber natürlich wir an Uni und Fachhochschule müssen uns da auch an die eigene Nase fassen und fragen, wo kommen sozusagen solche Aspekte auch vor. Ich denke, das ist eine Baustelle, was die Ausbildung betrifft. Dann
haben die Träger natürlich auch eine Verantwortung. Der öffentliche Träger hat eine Verantwortung, die nochmal, finde ich, auf diese Fachlichkeitsperspektive schauen müssen. Wenn man das nicht tut, dann wird es vielleicht auch schwierig und offene Kinder- und Jugendarbeit lässt sich immer wieder vereinnahmen, was aber auch nicht sozusagen den Fachkräften der offenen Kinder- und Jugendarbeit zu Schulden kommen muss, sondern wir haben es hier ja auch mit gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, die diesen Arbeitsauftrag der Schule, die Funktion der Schule wesentlich gewichtiger erstmal gesamtgesellschaftlich erscheinen lassen und der es wesentlich stärker anerkennen kann, diese ökonomische Integration, von der ich sprach, als die demokratische Integration, auch wenn man sozusagen, ich spreche immer von Lippenbekenntnissen, erstmal sagt natürlich demokratische Integration, das kann ja keiner nicht wollen. Aber im Zweifel, wenn dann sozusagen die Gelder in den Haushalten, in den kommunalen Haushalten knapp sind, entscheidet man sich vielleicht auch als Jugendhilfeplaner, ohne das jetzt Ihnen, Herr Drescher, zu sagen, doch im Zweifel für die ökonomische Integration oder auch in anderen Feldern die Nothilfe, wenn man jetzt nochmal in die Jugendhilfe guckt und sagt, na gut, dann muss das Geld erstmal in die HZE, weil es da vermeintlich dringender ist als in den demokratischen Handlungsbereichen. Ja, vielen Dank. Das war doch eine Punktlandung sogar unter 3 Minuten, wunderbar. Ja, wir haben eine zweite Mentimeter-Umfrage noch vorbereitet. Hans-Jörg, wenn du die einmal freigeben könntest, die Daten stehen, wie gesagt, im Chat. Das will ich gern machen. Ich habe auch die eine oder andere Frage noch aus dem Podium. Da kommen wir gleich zu. Gut, wunderbar. Dann mache ich das mit der zweiten Mentimeter-Abfrage. Die ist jetzt online und kann unter dem gleichen Link mit der gleichen Nummer jetzt beantwortet werden. Dann würde ich gerne in der Diskussion hier, bevor wir, glaube ich, gleich dann auch ins Publikum gehen, wir haben noch eine gute halbe Stunde, nochmal zwei Sachen nachschieben. Das eine ist, Frau Stumm, Sie sagten ja, ausschließlich Logistik etc., das ist nicht der Weg und Transport. Ich glaube schon, dass man teilweise in Transporten denken muss, weil wir auch vielerorts das Problem haben, dass Schule gar nicht mehr erweiterbar ist. Also wenn ich gerade auch an Lübeck denke, Innenstadtschulen etc., da ist schlichtweg keine Möglichkeit. Das ist in anderen Städten sicherlich genauso. Also stehen wir schon vor der Herausforderung, glaube ich, wie wir das konzeptionell umsetzen. Und da ist es durchaus eine Möglichkeit, ja auch in Transporte, in Logistik zu denken und vielleicht ja auch baulich dann an außerschulischen Einrichtungen tätig zu werden, wenn es an Schule nicht mehr geht oder vielleicht auch nicht sinnvoll erscheint. Das ist nur ein Aspekt, den ich da nochmal mit einbringen wollte. Und ein Punkt, den wir so ein bisschen außer Acht gelassen haben gerade, würde ich nochmal fragen wollen, ob nicht einfach bei der inhaltlichen Ausgestaltung des offenen Ganztages, ob es da nicht primär eigentlich auch die Möglichkeit besteht, die Kinder und Jugendlichen mehr zu beteiligen, als es in der Tat der Fall ist. Und vor allen Dingen gerade jetzt, wo es noch nicht eingeführt ist, da waren wir eben noch nicht konkret. Von daher würde ich gerne diese Frage jetzt noch einmal hier in unsere Runde stellen. Wer dazu antworten möchte, bitte um das Handzeichen. Frau Stumm, Sie sind gleich die Erste. Und danach, Hans-Jörg, kannst du schon mal sammeln. Dann würde ich sagen, gehen wir in die offene Runde. Frau Stumm, bitte. Ja, also ich möchte nicht missverstanden worden sein. Ich selber bin Abgeordnete eines Wahlkreises im ländlichen Raum. Und es gibt hier zentrale außerschulische Orte, die ich als Bildungseinrichtungen wirklich sehr schätze. Und da ist auch das Thema Logistik immer eines. Wie schaffe ich es denn, mit ganzen Klassen diesen Raum zu erreichen? Und auch das Bauliche ist natürlich immer eines, weil wir gerade hier im ländlichen Raum gerade viele Schulen haben, die umgebaut werden, um den Anforderungen an den Ganztag gerecht zu werden. Da braucht es natürlich kreative Lösungen und da braucht es im Übrigen auch ArchitektInnen, die sich mit Schulbau beschäftigen und mit den pädagogischen Anforderungen beschäftigen. Und an dieser Ecke wird sehr oft gespart. Also das muss ich ganz klar sagen. Es gibt natürlich auch Schulen, die sind zu klein in ihren Räumlichkeiten. Das sind dann politische Entscheidungen zu sagen, wir verlagern einen Teil oder wir verlagern die ganze Schule oder wir suchen Kooperationen. Das möchte ich den kommunalen Ebenen nicht wegnehmen, sondern das sind Entscheidungen vor Ort,
die einfach getroffen werden müssen. Und ich glaube, ich habe es in meinem Beitrag auch schon angeteasert. Ich glaube, Schule muss sich verändern. Und wenn wir über Ganztag reden und Qualität im Ganztag, dann geht es nicht darum, ob die Mathestunde in der 9. Stunde noch stattfinden kann, sondern da geht es darum, wie rhythmisiere ich, wann habe ich Ruhezeiten, wann ich erinnere an den Biorhythmus, der auch bei vielen unterschiedlich ist, aber doch auch Gemeinsamkeiten, Höhen und Tiefen aufweist. Wann habe ich nochmal eine Aufmerksamkeitsspanne? Da gibt es schon Initiativen, zum Beispiel auch die Initiative Friday, also nicht Friday, sondern Friday, die sagt, es gibt einen freien Tag in der Woche in jeder Schule oder in einer Schule, wo man sich gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern überlegt, was für Projekte gehen wir an, welchen Teil des Curriculums möchten wir mal ganz anders erkunden, und zwar auch jahrgangsübergreifend in Interessengruppen. Und genau diese Freiräume, die sind es doch, die uns jetzt in dieser Teilzeitschule fehlen, um dieses soziale Lernen, um auch das Demokratielernen, um die Freiheit wirklich zu praktizieren. Natürlich wird es immer einen Bildungsplan geben, den man zu erfüllen hat, aber den kann man eben auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise erfüllen. Und als jemand, die 2017 an einer quasi und de facto Ganztagsschule, nämlich an einer technischen Schule unterrichtet hat, weiß ich, wie wichtig das auch in der Konzeption des Unterrichts durch den Tag durch und durch die Woche durch ist, zu überlegen, an welcher Stelle fordere ich und an welcher Stelle kann ich dann wieder den Fokus etwas anders setzen, um den Kindern auch gerecht zu werden. Und deswegen gebe ich Ihnen vollkommen recht, wir denken zu Schule viel zu stark. Ich glaube auch, das Thema dieses Stundenraster aufzulösen, mutiger zu sein und den Schulen auch in diesem Fall mehr Freiräume zu geben, das ist ein ganz großes, und Pädagoginnen und Pädagogen, auch Sozialpädagogen in diesem Hinblick, hier auszubilden und zu sagen, ihr bekommt da mehr Kompetenzen und wir trauen euch auch mehr zu, gemeinsam mit den Kindern, das ist mir schon ein sehr großes Anliegen. Okay, dann die Frage nach der Beteiligung der Kinder und Jugendlichen bei der Ausgestaltung des Ganztags. Möchte da wer was zu sagen noch? Wie ist das möglich? Wie kann das gelingen? Weil das ist ja nun mal der Ort der Zukunft für die Kinder und die Jugendlichen. Und da denke ich schon, dass man dazu übergehen sollte, dass man die Kinder auch da bei der Ausgestaltung der Angebote etc. auch mit einbezieht. Frau Sturm. Also wie gesagt, das kann schon gelingen, und zwar auch nach dem Vorbild, wie es auf der politischen Ebene gelingen kann. Wir haben in der Kommunalverfassung in Baden-Württemberg für Jugendliche und Kinder ein Beteiligungsrecht, und welche Formen die Kommunen da wählen, bleibt ihnen überlassen, weil der sogenannte Jugendgemeinderat nicht immer das richtige Instrument ist. Und genau so kann Schulen in der Schülermitverantwortung, Schülerinnenmitverantwortungsstrukturen schaffen, wo Schülerinnen und Schüler beteiligt werden, auch im Klassenverbund, daran, wie die Zeit aufgeteilt wird, wie gestaltet wird und wo die Schwerpunkte gesetzt werden. Und genau diesen Raum bietet die Teilzeitschule schlicht und ergreifend nicht. Ich glaube, da ist der Ganztag eine ganz große Chance zu sagen, die am Schulleben Beteiligten werden tatsächlich auch beteiligt und nicht nur pro forma, wie es heutzutage in Schulkonferenzen ist oder auch in den Konferenzen der Lehrkräfte, sondern da kann man Strukturen schaffen, und da gibt es ja auch schon sehr gute Beispiele. Das sind immer wieder auch Schulen, Gemeinschaftsschulen zum Beispiel, die Schulpreise gewinnen, die genau solche Beteiligungsmöglichkeiten schon praktizieren. Also da muss man nicht das Rad immer neu erfinden, sondern es gibt diese Schulen. Wir hängen gedanklich alle viel zu sehr an unseren Prägungen durch das preußische Schulsystem, und im Übrigen hatte ich heute eine große Schleife jetzt. Ja, eine Diskussion mit jungen Leuten. Also nur noch der letzte Satz. Auch die Schülerinnen und Schüler, die vielleicht gerade erst aus diesem System kommen, sind da noch sehr stark verhaftet. Also das hat mich wirklich überrascht, dass die auch nicht dieses mehr an Beteiligung einfordern. Also das hat mich überrascht. Da hatte ich heute schon mal eine Diskussion. Da war der Altersschnitt 17 oder 18. Ja, vielen Dank. Herr Rix.
Nur kurz dazu ergänzend, wir haben ja in Schleswig-Holstein auch tolle Beteiligungsprojekte selbst in Kindertagesstätten. Da haben wir schon vor 10 Jahren sind wir da schon vorgelobt worden. Und das ist, glaube ich, auch nochmal bezeichnend, weil Schule ist natürlich immer, da gibt es immer die Gefahr, naja, also hier werde ich ja auch in Anführungsstrichen bewertet und da sind die Lehrer, die mir meine Noten geben. Kann ich da tatsächlich so frei agieren, wie zum Beispiel in offener Kinder- und Jugendarbeit oder in der Kita, wo sowas vielleicht dann auch nicht passiert oder so etwas. Und deshalb glaube ich schon, dass man auch Modelle entwickeln kann, die so ein bisschen nicht ganz nur auf Schule wiederum gemünzt sind, sondern dann tatsächlich auch in die Einrichtung gehen, die dann auch die Angebote, die Ganztagsangebote machen. Wir haben uns ja wohlweislich eben für offene Ganztagsangebote hier auch ausgesprochen oder die eben nicht an Schule stattfinden oder unbedingt in Schule stattfinden. Und ich glaube, da wiederum kann Schule sogar sehr viel von Kinder- und Jugendarbeit lernen, wie man tatsächlich auch anders beteiligt als über klassische Schülervertretung. Ich weiß, dass es auch Schulen gibt, die das viel besser an vielen Stellen machen, aber ich glaube, da ist Kinder- und Jugendarbeit eher Vorbild als umgekehrt. Ja, vielen Dank. Lorenz Bahr. An das, was der Herr Rix jetzt zum Schluss gesagt hat, würde ich unbedingt anschließen wollen. Die Schule kann viel lernen, auch von der Kinder- und Jugendhilfe. Und ich will, Frau Stumm, Ihnen Ihren Optimismus nicht nehmen, aber der offene Ganztag, der jetzt als Rechtsanspruch eingeführt wird, wird wahrscheinlich nicht die Veränderung in die Schule bringen, die Sie gerade beschrieben haben. Sie haben eine ganz klare Idee, was Schule können müsste. Aber die Realität von Schule ist doch im Moment eine ganz andere. Und das ist eigentlich meine Sorge, die im Grunde auch durch die Vorträge eben mitformuliert worden ist und was Sie eben auch gesagt haben. Dann braucht es in Schule nicht nur andere Konzepte, sondern auch die entsprechenden Ressourcen. Und genau diese Frage wird über den offenen Ganztag und über diesen Beschluss ja gar nicht beantwortet. Und Herr Drescher hat darauf hingewiesen, er hat es ganz kurz gemacht, aber die Finanzierungsfrage wird ja am Ende nicht gelöst. Ja, der Bund beteiligt sich an den Investitionskosten und an den Betriebskosten, aber eben nicht in dem Umfang, wie er auch in der Fachwelt diskutiert worden ist. Also ich bin der Letzte, der immer auf die Ressourcenfrage abheben wird. Wenn wir eine Schuldebatte führen würden, Frau Stumm, dann würde ich Ihnen vollkommen recht geben. Aber quasi diese Reform wird, der offene Ganztag wird sich daran, glaube ich, dann orientieren müssen, welche Ressourcen in den Schulen sind und wird mit diesen Ressourcen umgehen müssen. Und die Kommunen, ich habe es eben schon gesagt, die kommunalen Spitzenverbände formulieren eine deutliche Kritik an diesem Beschluss, der jetzt offensichtlich kommt. Ich bin mal gespannt. Es gibt ja auch noch einen Antrag, das Ganze in die Vermittlung zu bringen, Herr Rix. Dafür wäre sogar noch die Zeit, auch in dieser Wahlperiode. Vielleicht sollte man diese Debatte zumindest noch mal einen Monat oder diese Schleife doch noch mal drehen. Dafür ist keine Zeit und die Ministerpräsidenten werden das entscheiden und nicht die Fachminister am Ende. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wir haben keine Sitzung. Wir haben noch eine Sitzungswoche des Deutschen Bundestages und dann ist vorbei. Und es wird keine Sondersitzungswochen wegen dieser Frage geben. Und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, zumindest die der Union, der SPD, haben den Koalitionsvertrag mitformuliert. Und die haben auch genau diesen Kompromiss formuliert, der Basis dafür ist, dass, wie der jetzt der Gesetzentwurf aussieht. Und am Ende geht es um eine politische Entscheidung. Ich kann das nur so sagen. Ich weiß es auch nicht, ob es gut ausgeht oder nicht gut ausgeht. Aber wenn es ein Vermittlungsverfahren gibt, bin ich mir ziemlich sicher, dass das am Ende nicht mehr zu dem Ergebnis führen wird, dass wir recht schnell gesetzliche Grundlagen für einen Rechtsanspruch bekommen. Gut, vielen Dank fürs Zwischenspringen. Dann Herr Drescher noch ganz kurz und dann, Hans-Jörg, gehen wir in die offene Runde. Wir haben jetzt noch eine gute Viertelstunde Zeit. Herr Drescher, bitte. Ich wollte nur die zwei Punkte verbinden, die genannt wurden, also die Frage nach Beteiligung und die Frage nach der Finanzierung. Wir brauchen nämlich neben den Investitionskosten für die Bausubstanz sozusagen und auch die Betriebskosten, es ist zeitintensiv, in die Kooperation zu gehen, die Schulleitungen zu werben dafür, sich gemeinsam zu überlegen, wie können wir den Nachmittag auch gut gestalten, eben mit dieser Verzahnung von Vor- und Nachmittag. Da brauchst du natürlich auch sehr große Bereitschaft von den Schulleitungen dafür und auch von den einzelnen Lehrkräften, das mitzugehen. Nur das
wird nicht so einfach sein, denn die Situation der Jugendhilfeplanung und auch der Bildungsplanung in den Kommunen ist deutlich unterschiedlich. Und da brauchst du dann auch neben dem irgendwie Fachgruppen auf Bund-Länder-Ebene oder auch mit ein paar kommunalen Vertretungen auch den interkommunalen Austausch, damit nicht alle Arbeit doppelt machen. So, und dafür brauchst du dann auch noch eine Unterstützung, gerade halt von der Landesseite her, von den Landesjugendämtern und um die Kommunen da zu unterstützen. Ja, vielen Dank. Hans-Jörg. Ja, ich würde zunächst mal gern die Mentimeter-Abfrage genau. einblenden, die wir gemacht haben. Die müsste jetzt auftauchen. Da war einmal die Frage, wo sehen Sie die größten Herausforderungen bei der Einbindung der offenen Kinder- und Jugendarbeit oder bei der offenen Arbeit mit Kindern? Sagen 11% die Finanzierung durch die Kommunen, 11% sagen das Fachpersonal, nur 6% haben ein Problem mit der Erreichbarkeit von Transport. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass es schon sehr viele Kooperationen mit Schulen gibt und das Problem vielleicht auch da schon bekannt ist und zum Teil auch gelöst. Bauliche Maßnahmen sagen 8%, aber die größten Bedenken liegen in der Frage nämlich der Bewahrung unserer Prinzipien, nämlich Freiwilligkeit, Offenheit, Transparenz, Beteiligung. Die sehen Teilnehmende da gefährdet. Und auch die Frage der Augenhöhe, nämlich der Mitgestaltung und Mitsprache beim Thema Ganztag, wird hier deutlich genannt. Dann habe ich eine Reihe von, da muss ich jetzt in den Chat gehen, Entschuldigung, muss hier kurz, ich drehe mich nicht weg, weil ich euch nicht sehen oder Sie nicht sehen will, sondern weil ich hier einen zweiten Bildschirm habe und deshalb immer wieder da gucken muss und lesen muss, was ich da auf der anderen Seite der Welt tut. Ich möchte mit einer Anmerkung beginnen, die richtet sich an Frau Stump. Und da ging es um die Frage der Einbeziehung, also der Partizipation von Kindern und Jugendlichen oder Kindern in dem Fall. Und da schreibt eine Teilnehmerin, das glaube ich nicht, wenn Schulen Kinder einbeziehen wollen, geht das natürlich auch in Halbtagsschulen. Wir hatten so eine Schule. Dafür braucht man keine Ganztagsschule, sondern andere Pädagoginnen und Lehrerinnen. Das ist die Anmerkung einer Teilnehmerin. Ich weiß nicht, Frau Stump, ob Sie da direkt drauf... Ja, ich habe nicht gesagt, dass es in der Teilzeitschule nicht geht und dass wir andere Lern- und Schulkulturen, auch ein anderes Rollenverständnis von Lehrkräften brauchen und das weiterentwickeln wollen, keine Frage. Aber der zeitliche Raum ist einfach viel, viel kleiner unter dem Druck, das Curriculum erfüllen zu müssen. Darum ging es mir. Gut, eine andere Frage oder ein anderer Beitrag auch zum Thema Beteiligung kam hier übers Chat, nämlich die Frage, sind Beteiligungsprozesse für Kinder und Jugendliche geplant, um sie frühzeitig in die Gestaltung der Nachmittagsprogramme mit einzubeziehen? Die Frage richtet sich vermutlich an das gesamte Podium oder mindestens Teile davon. Also wir als Bund können das nicht vorgeben. Das muss auf der kommunalen Ebene passieren oder initiiert natürlich durch die Landesebene, die Bildungshoheit hat. Also ich gebe es mal weiter an Kinder- und Jugendhilfe, Herr Bahr. Lorenz Bahr hat sich gemeldet, ja. Ja, aber das ist genau so, wie Sie sagen, Frau Stump, der Gesetzentwurf oder Herr Rix hat es auch eingangs gesagt, regelt zunächst einmal wirklich nur den Rechtsanspruch, mehr nicht. Und alles andere wird in den Ländern umzusetzen sein. Übrigens auch die Frage, welche Standards, also jetzt mal aus Sicht des Landesjugendamtes, wird es eine Aufsicht geben? Wer wird Aufsicht führen? Nach welchen Standards wird Aufsicht geführt? Es ist ja eine parallele Struktur, auch an dieser Stelle gedacht. Und man wird, wenn es eben Schulangelegenheiten sind, die Schulaufsicht auch eben, was diese konzeptionellen Fragen anbelangt, noch mehr ertüchtigen müssen, dass eben die entsprechenden Konzepte in den Schulen auch umgesetzt werden und eben die entsprechenden Strukturen auch überprüft. Aber nochmal, Konsens hier in dieser Runde und dafür braucht es die Ressourcen. Genau der Punkt, genau. Bitte, Hans-Jörg. Dann haben wir eine eher grundsätzliche Anmerkung, nämlich wann fangen wir mal wieder in Deutschland an, erst die grundlegendsten Probleme und Finanzierung zu lösen und dann auszubauen.
Die Quantität muss sich ausrichten, nicht die Qualität. Also ist natürlich eine grundsätzliche Frage nach der Finanzierung. Aber Lorenz Bahr hat sich gemeldet. Frage und verbunden vermutlich auch ein bisschen mit der Angst, ob die offene Kinder- und Jugendarbeit und andere außerschulische Bereiche unter dem Druck der kommunalen finanziellen Engpässe unter Umständen auf der Strecke bleiben. Das höre ich daraus. Ja, so, und das ist ja durchaus auch eine berechtigte Angst. Wir haben das ja im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch bei U3 durchaus wahrgenommen. Ich wollte genau das im Grunde nur beantworten, auch Hans-Jörg Lange. Auch bei dem Rechtsanspruch auf den Kindergartenplatz hat natürlich dieser Rechtsanspruch dazu geführt, dass ganz viel Druck in das System gekommen ist und damit aber auch ganz viel freigesetzt wird, auch an Kreativität. Aber in der Tat, auch hier ein gewisser Skepsis. Wir rennen natürlich auch dann beim Rechtsanspruch auf den Ganztag zunächst einmal der Qualität hinterher und müssen zwingend diese Fragen sukzessive dann eben aber auch klären und müssen also neben den fachlichen und qualitativen Ansprüchen, ich bleibe dabei, immer noch auch die entsprechenden Ressourcen in die Einrichtungen bringen. Und ich glaube, es liegt nicht an den Schulleitungen an sich, das will ich auch nochmal deutlich machen. Ich erlebe insgesamt an Lehrerinnen und Lehrer, die unglaublich engagiert sind, aber ich erlebe auch, Frau Stumpf, ein Schulsystem, das sich nahezu als nicht reformierbar bisher zumindest in den letzten Jahren dargestellt hat. Also nicht umsonst haben Sie auf preußische Schulsysteme hingewiesen. Das ist ja die Erfahrung, die wir immer noch machen. Vielleicht passt dazu auch die nächste Frage, nämlich was können wir als Fachkräfte in der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den nächsten Jahren tun, um uns gut an der Ausgestaltung zu beteiligen? Wer sind die richtigen Ansprechpartnerinnen dafür? Die Jugendhilfeplanung, das Schulverwaltungsamt? Haben wir als Fachkräfte auch die Kinder und auch die Kinder einen Rechtsanspruch an der Ausgestaltung beteiligt zu werden? Und wie können wir uns dafür einsetzen? Das ist natürlich eine sehr grundsätzliche Frage, wenn es darum geht, wie wir tatsächlich, und da sind wir wieder auf der Augenhöhe und auch der Frage der Beteiligung und auch der Mitgestaltung des offenen Ganztags, des Ganztags. Von daher halte ich das für eine ganz unglaublich wichtige Frage in dem Zusammenhang. Auch Lorenz Bahr. Jetzt mal, Sie müssen auch schnell sein und was sagen. So, aber es ist ein System von Jugendhilfe und Schule. Von Jugendhilfe und Schule. Und so ist es angesetzt. Und dann muss man diese Rolle der Jugendhilfe eben, Herr Drescher hat darauf hingewiesen, auch nochmal ganz, ganz ernst nehmen. Und da gibt es auch den gesetzlichen Auftrag, mindestens in Nordrhein-Westfalen, in den anderen Bundesländern wird das nicht anders sein, müsste ich nochmal nachgucken, einer integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung. Und natürlich werden die Kommunen genau an dieser Stelle aufsetzen müssen und eben offenen Ganztag auch entsprechend planen müssen. Nämlich über die integrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung, die natürlich dann auch nochmal über die jeweiligen Jugendhilfeausschüsse auch nochmal zu beschließen ist. Und eben und da bestimmte Schwerpunkte auch setzen zu müssen, auch qualitative Schwerpunkte zu setzen. Und dann sind es die Jugendämter, die eben zumindest einen Teil der Gesamtverantwortung eben an dieser Stelle mittragen. Und über diesen Weg gibt es auf jeden Fall in der kommunalen Debatte die Möglichkeit, unmittelbar Einfluss zu nehmen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, es ist ganz wesentlich, so zumindest mein Erleben, steht es und fällt es an engagierten Schulleitungen. Vor allem an engagierten Schulleitungen, die mit viel Engagement da herangehen können. Und wenn es dann die Unterstützung in den Kommunen gibt, dann kann das was werden. Neben den Mitteln, die dann noch von den Ländern kommen müssen. Wenn ich einen kurzen Werbeblock einführen darf, weniger jetzt einen politischen Werbeblock, sondern Best-Practice-Beispiel, das Bildungscampus, der Bildungscampus TAP. Nennt sich das. Das ist TAP, das ist eine Gemeinde hier zwischen Flensburg und Schleswig, 6000 Einwohner. Die machen wirklich großartig vor, wie Kinder- und Jugendarbeit, Schule, Kita und sämtliche andere Institutionen sich vor Ort miteinander vernetzen und nicht gegeneinander, sondern wirklich miteinander die ganze Sache machen. Und das ist ein bestehendes System. Also gar nicht jetzt irgendwie, sondern alles so, wie es im Moment aktuell auch ist. Die haben gerade den Deutschen Kita-Preis bekommen, weil sie auch die Verbindung zwischen Kita und Schule und dann anschließend auch zur,
zu offenen Angeboten und verbandlichen Angeboten dann auch nochmal sehr gut auch organisiert haben und dargestellt haben. Und da gebe ich jetzt auch recht, das hängt natürlich auch häufig an handelnden Akteuren, wenn man das vor Ort da beobachtet und miteinander betreibt. Aber das lässt es ja heute auch alles zu. Und deshalb fand ich die Frage jetzt eigentlich sehr optimistisch. So die Frage, was können wir tun? So, was können wir tun, um das gut zu gestalten? Und ich finde, das ist genau der richtige Ansatz, den man jetzt auch haben sollte. Das ist, glaube ich, auch generell der Ansatz, ne? Weil alle die wir mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, haben, glaube ich, einen Auftrag, und zwar die bestmögliches Aufwachsen für Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen. Und da ist es, glaube ich, überhaupt nicht angebracht, dass wir in Konkurrenz denken, Hilfen zur Erziehung gegen Jugendarbeit, gegen Schule, wie auch immer, sondern ich glaube, da hat sich jeder an die eigene Nase zu fassen und zu sagen, ich arbeite hier nicht für mich, sondern ich arbeite für die Kids, mit denen ich arbeite, und denen will ich einen erfolgreichen Lebensstart sozusagen mit auf den Weg geben. Und das ist das, was ich in meiner über 20-jährigen Berufserfahrung in Hilfen zur Erziehung und offener Kinder- und Jugendarbeit eben auch mitgekriegt habe, dass jeder für sich guckt, jeder für sich arbeitet und aus dem Blickfeld verliert, dass es eigentlich um Kinder, Jugendliche und ihre Familien geht. Und ich glaube, das kann man allen nur ins Stammbuch schreiben. Und von daher verstehe ich die Frage auch so, dass es eher nach vorwärts gerichtet war und wirklich gesagt war, okay, an welchem Ende ist hier das Seil, an dem wir gemeinsam dann eben auch ziehen können. Thorsten Drescher hat sich noch gemeldet. Genau, nur ganz kurz ergänzend dazu, neben dem Jugendhilfeausschuss und dem direkten Kontakt in anderen Arbeitsgremien natürlich auch noch die entsprechenden AG 78, wo die freien Träger ja auch noch beteiligt sind. Das sind für eine gut gemachte Jugendhilfeplanung auch die zentralen Partizipationsorte, neben, falls es nicht sowieso schon einen anderen eigenen Partizipations- und Planungsprozess sozusagen dafür gibt, einen Beteiligungsprozess, wo man sich, glaube ich, auch noch gut einbringen kann und dann auch immer dafür werben, dass die Expertise wertvoll ist, auch in diesem weiteren Projekt mit dran zu bleiben. Also auch Lobbyarbeit in eigener Sache dann für die Kinder zu betreiben, auch in solchen Prozessen. Das ist nur als kleiner Hinweis. Ja. Hans-Jörg, wir haben noch 5 Minuten. Hast du noch eine drängende Frage? Ich habe noch mehrere Fragen, aber ich will es im Anbetracht der Zeit vielleicht auch humoristisch beenden, den Abend. Es gibt, wenn wir ganz von dem hohen Norden auf den wilden Süden hier kommen, die Frage, kennt ihr eigentlich das Jugendbegleiterprogramm des Landes Baden-Württembergs? Das ist also ein Programm, wonach Senioren, Leute, die Interesse haben an Schule, als Begleiter, als Begleiterin zu arbeiten, angefragt werden. Das Programm gibt es seit 2006. Und eine sehr schöne Anekdote dabei ist dann eben, da geht es dann auch um die Qualität natürlich, aber es geht auch um die Frage der Anerkennung. Ehrenamt braucht ja bekanntlichermaßen Anerkennung. Und dann steht hier um den, das habe ich mir jetzt gerade mal, weil die Frage aufgetaucht ist, hier angeguckt, um den Jugendbegleiterinnen und Begleitern zu zeigen, wie wichtig die Rolle an der Schule ist, welche wichtige Rolle sie spielen, gibt es viele Möglichkeiten, neben den persönlichen Worten des Dankes und der Betreuung durch einen klar benannten Ansprechpartner können zum Beispiel ein Adventscafé, ein kleines Sommerfest, ein gemeinsamer Ausflug, vielleicht in Verbindung mit einem Blumenstrauß oder einem Buchgutschein die Wertschätzung und die Dankbarkeit für die Mitarbeit zum Ausdruck bringen. Ich finde es wunderbar. Das stimmt natürlich alles auch. Aber neben dieser, sagen wir mal, begleitenden Anerkennung brauchen wir dringend auch eine gute Qualifizierung und einen Austausch auf Augenhöhe, dass wir einen vernünftigen Ganztag im Sinne von, es braucht einen ganzen Ort, um Kinder und Jugendliche zu bilden, um wieder auf den Anfang zurückzukommen. Und damit würde ich dann auch das Podium, nicht das Podium schließen, sondern den Beitrag aus der Zuhörerschaft beenden. Das wäre auch ein hervorragendes Schlusswort schon fast gewesen. Frau Stumm, vielleicht noch ganz kurz. Wir haben insgesamt noch 2 Minuten. Ich mache schnell. Ich habe selber jahrelang mit diesem Jugendbegleiterinnenprogramm gearbeitet und habe als Klassenlehrerin viel Freizeit aufgewendet, um das Ganze zu organisieren. Also Ehrenamt braucht Hauptamt, damit das koordiniert, organisiert und auch gewertschätzt wird. Und wenn Lehrkräfte das dann noch aus ihrer eigenen Tasche tun müssen, weil die Schule keinen Etat dafür hat, dann wissen wir, wo die Bedarfe und die Handlungsfelder auch in diesem Bereich noch liegen.
war Baden-Württemberg, ne? Oder welches Bundesland war das? Es war Baden-Württemberg, wie immer, eine vorreitende Rolle, wenn es um das Thema Anerkennung geht. Gut, dann beenden wir die Veranstaltung auch an dieser Stelle. Ich sage nochmal vielen Dank, insbesondere an die Teilnehmer, Teilnehmerinnen des Podiums. Es wird sicherlich nicht die letzte Veranstaltung vom Bund der Jugendfarm gewesen sein, auch zu diesem Thema nicht. Und wir werden sicherlich in verschiedener Art und Weise nochmal zusammenkommen, auch vielleicht nochmal anfragen. Und ja, ich wünsche, ich glaube, Sönke Rix hat jetzt noch die nächste Videokonferenz und allen anderen wünsche ich einen schönen Abend. Und wer mag, kann dann gleich um 21 Uhr auch noch Fußball gucken. Also von daher ist der Abend noch jung, wie man so schön sagt. Dann einen schönen Tag noch oder schönen Abend und tschüss und danke für die Teilnahme.